Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Injustice Gods Among Us. Und nachdem wir den Story-Modus komplett durchgezockt haben, geht es jetzt weiter mit dem Kämpfe-Modus, würde ich mal sagen. Auf geht's! Ich werde mich nicht zu lange mit den Modi aufhalten, denn ich will ehrlich gesagt in den Trainingsmodus steigen, den Charakter aussuchen und dann richtig schön online spielen. Das sollte der Hammer werden. Okay, was haben wir überhaupt? Wähle deinen Kampf. Klassisch. Besiege eine Reihe zufällig ausgewählter Helden und Schurken auf einem von dir gewählten Schwierigkeitsgrad. Kannst du gegen die Stärke der mächtigsten Helden der Welt bestehen. Gefährlichsten Schurken. Gift fließt durch deine Adern. Verlieren kontinuierlich Gesundheit. Oh, wow. So hat ja Überleben, da steht da auch. Wir nehmen erstmal klassisch. Ganz, ganz einfach, ganz, ganz easy. Okay. Hier haben wir natürlich alle Charaktere. Es gibt wirklich eine Menge. Ich wette, da wird auch noch später DLC und sowas rauskommen. Aber bei mir hat sich so herauskristallisiert, dass ich Deathstroke, ehrlich gesagt, ein bisschen ziemlich geil finde. Flash ist auch ziemlich cool. Jeder Charakter hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Ich nehme Deathstroke. Oh, nehmen wir leicht, nehmen wir sehr leicht, nehmen wir, wir bleiben bei Mitte. Okay, wir schauen mal, was ich reißen kann. Wenn es nichts wird, springen wir sofort in den Trainingsmodus. Was ehrlich gesagt eine super coole Sache ist. Und da können wir fummeln ohne Ende. Jetzt husch, weg mit dir. Ich muss noch was erledigen. Ja, du möchtest ein paar aufs Maul. Also schießen. Und. Wow! Dreckige Peitsche. Das mag ich an Deathstroke so. Wir können ihn nämlich immer aufhalten. Genau so. Okay, zwischendurch muss ich natürlich wieder Kombos gucken, ist ganz klar. So viele verfluchte Charaktere. Ich bin mal gespannt, ob es beim Trainingsmodus irgend so eine Markieren-Sache gibt oder so. Ich meine, hier können wir auch was markieren. Können sogar mehrere Sachen markieren, okay. Kriegen wir es dann hier angezeigt? Ja! Holy shit, warum habe ich das nicht schon im Dingens gemacht? Im Story-Modus. Okay, da haben wir jetzt zum Beispiel BXA. BXA. So lernt man Kombos doch richtig geil. Das ist Hammer. Okay, wir können uns wahrscheinlich noch ein paar mehr einblenden. Okay, ich schau mal, wie viel maximal möglich sind. Ich denke, wir können alle nehmen. Naja, das war's. Mehr kann ich ehrlich gesagt nicht nehmen. Boah, da haben wir aber wirklich eine Menge. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich werde einfach rumfummeln, so ein bisschen. Ein bisschen Spaß haben. Ich wette, ich kann danach juggeln oder irgendwie sowas. Holy shit. Na komm. Irgendwie. Ach, X nach oben. Da haben wir es. Ja, danach können wir irgendwas machen noch. Identitätskrise. Oh mein Gott, da kloppt er richtig drauf. Nice. Okay, wir schauen mal, dass wir die Attacke verstärken können. Ja, so ging's nicht. Ah, okay. Oh, fies. Haben wir denn dann noch nach hinten B? Ah, unten. Ich finde Deathstroke richtig genial. Mann, der Typ hat Waffen. Der Typ hat ein Schwert. Und er sieht aus wie ein Badass. Auftrag ausgeführt. Hell yeah. Nächstes Ziel wird gesucht. Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, DC Heroes sind schon ziemlich cool. Ich mag die DC Comics. Ich habe auch ein paar gelesen, habe aber damals mehr Marvel gelesen, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ich bin der größere Marvel-Fan. Ich weiß nicht. Marvel gab's bei mir einfach mehr in der Umgebung. Es war schon ein bisschen länger her, wo ich die Comics gelesen habe, aber Marvel war ein bisschen präsenter als DC. Du bist ein Narr. Los geht's. Wunderbar. Ich liebe, dass man die Kombos eingeben kann wie so eine geile Telefonnummer. Holy shit, was habe ich denn jetzt aktiviert?
Machen wir mal BX und dann versuchen wir mal zu schießen. Wenn Raven mich in Ruhe lässt. Na, so schießen wir nach oben. Das mit dem Schießen ist so überlässig. Natürlich der Move von Green Lantern, wo er ihn einfach da festhält. Egal was er macht. Raven ist da genauso im Balance. Oh, nicht, das trifft nicht, da fuck. Danach kann ich auch keine andere Combo ziehen. Bam. Das ist natürlich alles sehr basic auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass wir im Trainingsmodus irgendwelche speziellen Kombos gezeigt bekommen. Auftrag ausgeführt. Müssen wir mal gucken. Nächstes Ziel wird gesucht. Der Deathstroke ist schon verflucht cool. Ohne Mist. Nur eine Frage der Zeit, wo ich online spiele und dann realisiere, wer wirklich die imbalanzen Charaktere in dem Spiel sind. Mich, wenn du kannst. Kann ich? Los geht's. Ist ja das Lustige. Was ist denn mit dem Wurf? Au! Oh, what the? Oh, das muss ich auch mal richtig timen. Hell yeah! Okay, weiter mit den Kombos. Nach hinten B. Ich will immer erst nach oben drücken, bevor ich X drücke. Mal so. Nach hinten BX und dann das. Ne, nach hinten B. Shit. Danach eine Combo zu ziehen ist irgendwie Brainfuck bei mir gerade. Okay, B, X, A mache ich die ganze Zeit. Dann gibt es noch das. Dann noch die Combo. Kann auch erstmal zwei Sachen ausführen. Dann ist wesentlich sicher, dass ich nicht gepunished werde. Sonst kriege ich nämlich die Schläge direkt in die Fresse, wenn ich die Combo komplett ausführe und er blockt alles. Auftrag ausgeführt. Nächstes Ziel wird gesucht. Hell yes. Hawkgirl. Danach haben wir Lex Luthor, Bane. Das sollte schon epic werden. Ich will das immer wegdrücken. Hawkgirl! Jetzt fällt der Hammer. Los geht's. Das ist aber ein böser Hammer. So, die leichten Kombos, die habe ich schon mal drauf. Wir sollten nur mit der Zeit irgendwelche Special Moves noch lernen. Ich werde das doch richtig auf dem Kasten haben. Shit! Boah, das ist echt kacke. Nee, nach hinten B und dann. So. Ich will ihn. Friss. What the hell? Ah, das Ding losgeschickt. Was ich bei Mortal Kombat immer gerne gemacht habe, ich kam von oben, habe den Schlag gegeben und dann bin ich direkt in die Combo gegangen. Müsste eigentlich hier genauso gut gehen. Muss nur treffen. Oh, da war knapp. Wager! Den ganzen Tag so gehen. Du machst es mir nicht leicht. Komm her, Hocke. Du kriegst aufs Maul.
Boah, dieses nach hinten B und X oben ist so kacke. Oh, eine nette Sache. Ich liebe das, wie die Giganten sich da hinten prügeln. Auftrag steht aus. Auftrag ausgeführt. Nächstes Ziel wird gesucht. Hell yes. Ist Deathstroke nicht cool, wie er einfach auf dem Stuhl sitzt? Lex Luthor. Eigentlich auch ein ziemlich cooler Charakter, aber ich mag nicht so langsame Charaktere. Mochte ich ehrlich gesagt noch nie. Los geht's. Hauen wir den aufs Maul. Böse, böse, böse. Nix. Shit, das ist ziemlich geil eigentlich, dass der so loschargen kann. Steck das Füßchen, steck das Füßchen. Yeah, Bock. Ich will mal in einem echten Kampf jemanden so kämpfen sehen. Das muss extrem lustig aussehen. Nimm das Füßchen raus. Oh, wie fies. Holy shit, lass mich noch aufstehen. Blechbüchse. Boah, nice. Ich schwöre, ich kann das nicht timen. Ich bin das gewohnt, in so viele Richtungen gleichzeitig zu drücken, weil ich so oft Tekken schon spiele. Dabei kann man ja eigentlich ganz ruhig stehen. Boah. Und tschüss. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Hätte ich mal die Pistolen gezogen, die kommen nämlich schneller. Die kommen aber auch wirklich instant, die Pistolen. Auftrag steht aus. Einfach nur BÄM und die sind da. Auftrag ausgeführt. Nächstes Ziel wird gesucht. Yep, und das nächste Ziel ist Bane. Oh, wir haben Doomsday noch dazwischen. Ich denke, ich werde gleich mal in den Trainingsmodus gehen. Wenn wir das hier fertig haben. Dann können wir mal gucken, was wir so herausfinden. Hast du fein gemacht, Bane. Nice, nice, nice. Voll daneben gecharged. Haha! Das lässt du mal schön stehen! Shit. Boah, damit haben wir null gerechnet. Fuck. Ah, nice. Liebe diese Kombo. BXA? Ist nett. Oh, aber dafür im Moment unbesiegbar. Kann ich dann eigentlich noch weitermachen? In der Ecke wahrscheinlich schon. Ich kann nicht die Kombo zweimal hintereinander ausführen. Das war eine ziemlich geile Sache. Shit, dass der immer so einen Scheißschlag fressen kann. Komm mal her. Nice. Hm. Im Multiplayer wird das nicht so oft treffen. Weil das ist ziemlich random, was ich hier mache. Das ist total zufällig. Einfach so aus dem Nichts. Euer Comer, El Corazon. Magst du lieber Stahl oder Blei? So klar, dass ich deine Kürzeren ziehe. Du Lamer. Oh, gibt's das? Ein so ein kleiner Kick. Egal. Bye, bye. Hugo Strange im Hintergrund. Auftrag steht aus. Auftrag ausgeführt. Und wieder Asche bekommen. Nächstes Ziel wird gesucht. Was ist, wenn er das Messer einmal falsch wirft? Haben wir denn da Spielermarken? Spielermarken Hintergrund. Cool, cool. Das heißt, wir können uns wie in Call of Duty so ein richtig schönes, würde ich sagen, Tag machen. Schon cool.